Willkommen aus dem Fürstentum hier in Monte Carlo zu unserer zweiten Staffel von F1 23, meine Teamkarriere mit Audi. Heute wird es sehr spektakulär. Das Rennen an sich hat natürlich immer einiges zu bieten, aber auch die Strecke ist einzigartig. Das ist wirklich eine Kulisse, auf die ich mich eigentlich nie so richtig freue. Hier in Monaco 22 Grad, sehr kühl für Sommer. Also wir sind ja erst, ja, so Frühling, Ende Frühling, aber trotzdem, es ist eine mega coole Strecke, 3,3 Kilometer, 19 Kurven, auch die kürzeste Strecke im Kalender mit einer Sondergenehmigung darf hier gefahren werden, sonst wissen wir, muss die Strecke immer zwischen 4 und 5 Kilometer sein. 19 Kurven, wobei eigentlich ja die komplette Strecke eine Kurve ist, selbst zum Casino rauf fährt man Kurven. Und jetzt gehen wir eine Runde hier rein ins Qualifying. Ich mache mir keine großen Hoffnungen aus, wir fahren auf Schwierigkeit 88, also wichtig, ich habe runtergedreht. Abonniert auch unbedingt gerne den Channel kostenlos, lasst gerne einen Daumen da und wir sind auch hier wieder im kurzen Qualifying. Sprich, das ist mein absolut letzter Run. Ich bin nämlich 4 Runden insgesamt gefahren. Verkehr teilweise, aber auch ja vieles anderes, was nicht ganz zusammen gestimmt hat. Hier geht es in die erste Kurve, Sontivo. Rechts kann man eigentlich generell im Game die Kurve ziemlich gut cutten. So, jetzt geht's rauf den Berg und das meine ich auch hier. Man fährt zwar Full Speed, aber es sind ja auch hier viele, viele Kurven. Dann haben wir das Casino hier vorbei, dann runter Richtung, ja, Rosberg-Verbremskurve, der Bodenwelle ausweichen von dem Café da links und dann geht es in die langsamste Stelle im Formel-1-Kalender. Ganz, ganz langsam mit um die 60 km/h, 40 waren wir sogar, wird hier durchgeduckert und dann geht es Richtung, ja, Pundel hier, ziemlich legendär, damals die größten Legenden überhaupt sind hier schon durchgefahren. Und wir fahren jetzt auch hier durch, dann runter zur harten Schikane. Die ist auch wirklich echt tricky, ich schneide auch immer gern hier die Kurve. Gerade im Game ist das irgendwie viel anders wie in der Realität. Dann geht's hier Tabak vorbei, Full Speed durch und ab in die Schwimmbadschikane. Purple im zweiten Sektor, kommt ein leichter Knutscher mit der Mauer. Gott sei Dank jetzt kein Flügelschaden oder so, denn wir haben Schaden auf Standard. Lasso, Raskas durch und dann noch einmal hier gut durchgekommen, sauber durchgekommen, links auch nicht zu nah an die Mauer dran und das sind wir fast 8 Zehntel schneller als unsere erste Runde und das wirft uns vor auf den Achtplatz. Vermutlich nicht sehr viele Überholmanöver sehen. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. George Russell war im gestrigen Qualifying sehr gut und startete das heutige Rennen von der Pole. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Leclerc, Hamilton, Verstappen, Norris, Perez, Ocon, Albon, Gasly, Magnussen, der Wissenschaftler, Stroll, Joe, Oscar Piastri, Hülkenberg, Mansell, Tsunoda, Bottas, Doohan, Sargent und Nick de Vries. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Und auch hier wieder die Williams weit hin. Let's go hier. Ende ist es dann doch der 12. Platz nur geworden. Trotzdem fühle ich mich hier ziemlich wohl. Das Auto fühlt sich ordentlich an und wir kommen hier auch beim Start gut weg. Natürlich wissen wir auch, Startziel gerade in Monaco ist unfassbar eng. Und wir haben das gut gemeistert. Ja, da flutscht jetzt zwar der Ocon, ja, und auch der Albon durch. Trotzdem muss ich sagen, ja, da lassen wir die mal ziehen. Es ist nämlich auch hier sehr, sehr schwierig. Ihr habt es gesehen. Ich konnte nicht direkt den Scheitelpunkt wählen, weil da der Ocon noch durchgezogen ist und schon wird schwieriger. Hier runter Mut, eigentlich eine Mutecke hier zu überholen. Da reihen wir uns hinter Alexander Albon ein auf den 9. Platz. Und ja, wie auch immer, wirklich, das ist fast immer hier in der ersten Runde, dass hier, ja, natürlich wie ein Stau, der vorderste bremst, aber dahinter, ja, staut sich das Ganze. Und da gibt es immer gelb geschwenkte Flaggen, das dauert aber wirklich nur ein, zwei Runden. Jetzt auch hier ein Albon, den können wir gut folgen. Und auch Norrie, der ist auf einer ganz anderen Strategie unterwegs. Auch mal gucken, ob sich das bei uns auszahlt. Das sind 27 Runden. Das sind, glaube ich, generell überhaupt die meisten Runden in unserer 35% Karriere. Jetzt geht es hier Schwimmbad durch. Da fahre ich über meine ganz eigene Linie. Maximal schneiden. Also, dass du auch den maximalen Zeitgewinn hast. Und jetzt hier. Ja, es ist eine unfassbar schwierige Runde. Und auch generell ein unfassbar schwieriges Rennen. Sehr, sehr lang. Viele, viele Kurven und kaum Zeit zum Entspannen. Hier gucken wir uns jetzt mal den Start an, die Replay des Startes und da sehen wir, der Mercedes kommt gut vom Fleck weg
Aber auch der Ferrari, ist der zweite, glaube ich, vorbei, ist eine Rechtskurve. Herzrecht, dass der zweite vorbeigegangen ist. Hier auch wir sind in den Track Limits, aber dann hat es uns sehr einen leichten Pendler gegeben. Und ja, da flutschen dann die beiden wieder durch. Trotzdem muss ich sagen, ein toller Start. Ohne Komplikationen und ohne Zwischenfälle ist das immer wirklich toll. Da konnten wir uns doch, da war doch eher mehr Platz. Jetzt hier in Turn 1 gehen wir an Albon vorbei. Wir lassen ihn da ja ein wenig Platz zum Atmen. Es ist halt Monaco, wir wissen, es ist kaum Platz auf dieser Strecke. Und dann wieder runter hier. Wir sind jetzt an Norris dran und auch Perez nur auf den 6. Platz. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, weiter nach vorne wird es kaum gehen. Eventuell holen wir uns Norris noch, dann wird es schon schwierig. Aber das heutige Rennen hat noch einiges zu bieten. Also seid auf jeden Fall gespannt, was da noch alles passieren wird. Es ist auch eher eine längere Folge heute wieder. Das ist eine Standardfolge mit 20 Minuten. Ich habe probiert, alles so kompakt wie möglich für euch in ein Video zu packen. Denn es ist halt wirklich Monaco. Der absolute Wahnsinn ist eigentlich hier an der Tagesordnung. Hier sauber durchgekommen durch die Hafenschikane. Und jetzt können wir uns hier an Norris dran saugen. Es wird natürlich lang dauern, bis man hier wirklich an einem Gegner dran und vorbei ist. Denn es ist wirklich, du musst wirklich, eigentlich ist die einzige Überholmöglichkeit Turn 1, wenn du, ja, jetzt so wie wir mit einem DS Battle fährst. Es ist sonst eigentlich nahezu, ich sage nicht unmöglich. Es ist schon schwieriger trotzdem. Jetzt hier dann an Lando Norris sind wir noch immer noch dran. Runde Nummer 5 und da geht's rauf den Berg wieder. Und jetzt saugen wir uns da immerhin ein bisschen nach oben. Ja, hat da keinen Windschatten oder so, aber das braucht man hier in Monaco auch nicht, denn es ist sowieso keine Geraden da, wo du den Windschatten nutzen könntest. Norris ist wirklich gut und der kostet uns aber auch gleich Zeit. Unser Getriebe ist ein bisschen durch. Wir werden aber das komplette mal im nächsten Rennen austauschen. Und auch Ende Runde Nummer 5 hier, wir sind wieder und noch immer noch an Lando dran. Wir sehen auch Perez vorne. Wir könnten, glaube ich, einen Ticken schneller fahren, wenn Perez da vorne, er kommt auch nicht stark weg. Jetzt gibt es dann das DRS. Letzte Kurve sollte ich unbedingt perfekt erwischen. War jetzt nicht so gut und da sind wir auch wieder meilenweit entfernt in Turn 1. Es sind immer diese 5, 6 Zehntel, die dann wirklich fehlen, um ihn zu überholen. Wir bräuchten einen exzellenten Exit aus der Raskasse und das habe ich noch nicht geschafft. Es ist aber auch trotzdem schwierig. Unser Auto ist natürlich auch von der Leistung her etwas schwächer. Spielen wir die Karte wieder aus. In Turn 1 liegt auf jeden Fall noch Zeit. Da gewinne ich immer ein bisschen was dazu. Aber generell im letzten Sektor, da verliere ich auch sehr, sehr viel Zeit. Das ist ja dieser schnelle Full-Speed-Sektor. Und da musst du auch wirklich echt aufpassen. Und hier, das war gut. Da kommen wir sauber durch. Und da sind wir fast in den 4 Zehntel drin. Jetzt haben wir ein wenig abreißen lassen. Denn, meine Lieben, wir sind schon in der 8. Runde und jetzt sind auch meine Reifen schon ein bisschen durch. Und jetzt wird es halt interessant, denn ja, Runde 12, 13 sollte ich schon noch draußen bleiben. Doch vielleicht passiert was Ungehörsehenes. Okay, jetzt gibt es die Red Flag auch hier in Monte Carlo. Ob das gut oder schlecht für uns ist, weiß ich nicht. Aber es würfelt natürlich, ja, macht da wirklich alles wieder durcheinander. Jeder darf frische Raffen aufsetzen. Meine Idee wäre natürlich gewesen, erst auf die Gelben zu gehen, aber so eine lange Distanz noch, das sind noch fast 20 Runden. Und das mit dem gelben Satz, glaube ich, werde ich mit dem Auto nicht schaffen. Deswegen gehe ich da wirklich auf Nummer sicher. Wir gehen auf die Weißen und werden das noch einmal wagen. Let's go. Auch Lando hat sich für die Weißen entschieden. Aber weiter vorne ist sich, ja, waren sich nicht ganz sicher, sind mit dem Weißen, aber mit dem Gelben gestartet. Wir kommen viel besser weg als Norris, auch besser als Perez und können den auch in Turn 1 ja so ein bisschen überholen und sind da jetzt auch vorbei an ihm. 6. Platz und jetzt gibt es wieder Safety Car. Jetzt ist wieder Safety Car, ein Ausfall von Perez. Das ist so ein irres Rennen schon wieder. Ich weiß einfach nicht, was da heute wirklich abgeht. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir vermutlich die gelben Reifen draufgegeben. Denn jetzt gewinnst du wieder 2-3 Runden hinterm Safety Car, wo du kaum Reifen verbrauchst. Und dann, ja, 2-3 Runden und dann wären es nur noch 14 gewesen. Und ja, die hätten wir dann easy mit dem gelben geschafft. Egal. 20 Runden oder hier in dem Fall 17 Runden hätte ich den gelben nie im Leben zugetraut. Und so ist es dann, jetzt hängen wir so ein bisschen in der Schwinge. Ich glaube, wenn wir diese Position halten könnten,
wäre das tatsächlich ein perfektes Ergebnis. Wir haben natürlich profitiert von dem ein oder anderen Ausfall oder der ein oder anderen Fehlreifenentscheidung. Und auch Ocon ist an Norrie vorbeigegangen beim Start oder in dieser turbulenten ersten Runde. Ja, da musst du wirklich sagen, es ist ein krasses Rennen hier. Es ist einfach weird, was da gerade abgeht. Rote Flagge, dann noch Safety Car und wir fahren auf einmal auf dem sechsten Platz herum und peilen die 8 Punkte an. Das wirklich nicht was Selbstverständliches ist. Das ist hier was ganz Spezielles in Monaco. Wie heißt das graue Auto da unten? Na, das ist dunkelblau, Blödsinn. Ja, Safety Car wird uns auf jeden Fall hier nochmal in die Chance bringen, an Hamilton vorbeizugehen. Auch wenn ich nicht denke, dass wir das schaffen werden. Wir müssen auch nach hinten abcovern. Wir haben ja die weißen Reifen. Die brauchen ein bisschen mehr Behandlung, dass die da im Temperaturfenster bleiben. Hier gucken wir jetzt mal die Replays an. Und da sehen wir dann auch den Restart auf jeden Fall. Runde Nummer 2 war hier auch sehr interessant. Und der Restart geht hier ziemlich gut los. Der Mercedes wieder von Pole, der Ferrari wieder von 2. Und der andere wieder von 3. Let's go. Der Mercedes ist auch wieder perfekt weggekommen. Da kann man nichts sagen, aber diesmal war der Ferrari ein bisschen... Nein, der ist vorbeigegangen. Und da in Turn 1 waren wir over the track. Er ist hier innen gegen diese Auskerbung in die Mauer reingefahren. Das ist natürlich gar nicht gut. Jetzt ist Safety Car aus, der Exit ist sehr wichtig. Ich komme auch gut raus, nur auch die Mercedes mit den gelben. Und auch da vorne der Leclerc mit den gelben Reifen. Die sind dann halt auch einfach wirklich schneller gewesen, wie wir hier. Jetzt ist gelb in Sektor 1 schon wieder, aber ich glaube, das ist nur noch, genau, das vom Safety Car. Und jetzt geht's wieder los. Sechster Platz und ich hoffe, wir können das halten. Ocon druckt ordentlich an. Trotzdem glaube ich, wir können die Pace der Vorderleute gehen. Es war wirklich ein stronges Rennen und ich habe auch gemerkt, dass wir generell im ersten Stint viel schneller fahren hätten können als Norrie. Und ich glaube, dass wir da auch im regulären Renntrim an Paris dranbleiben hätten können, also oder generell mit ihm folgen könnten, hätten können. Also das war wirklich diese doppelte Verneinungen, das ist ein Wahnsinn hier. Und jetzt hier runter, wir jagen gefühlt die vor uns. Ich hoffe natürlich, dass ihre Reifenstrategie nicht aufgeht und wir vielleicht zum Schluss die besseren Reifen haben oder irgendjemand noch einen Fehler macht oder so einen Ausfall. Aber trotzdem, sollte es nicht sein, ist der sechste Platz eigentlich traumhaft. Da kann ich auch nichts. Da kannst du nichts behaupten, wirklich. Wir sind hier in der 13. Runde und fahren hier ja, auf einem der besten Rennen dieser Season. Sein Vordermann hängt sich allmählich ab. Und wir jagen hier immer noch Lewis Hamilton. Es ist schon weird, wir sind 1,8 Sekunden von Ocon weg und auch Norrie nach hinten ist viel Platz. Und vor uns ist immer noch ein Lewis, oh, da hatten wir jetzt einen kleinen Fehler drin. Vor uns ist immer noch ein Lewis Hamilton, der wirklich, wirklich, wirklich hier Probleme haben zu scheint. Also der ist da wirklich sehr, sehr, sehr am Rudern und auch generell, die kommen nicht stark weg, da bin ich sehr spät auf der Bremse. Das war nicht so gut. Da verlieren wir auch die ein oder andere Zehntel nach hinten. Es ist aber jetzt nicht so schlimm. Jetzt dann hier raus. Die ist wichtig. Schlüsselkurve. Kommen wir auch ordentlich raus. Da holen wir ein paar Tausendstel wieder auf Hamilton. Es ist halt wirklich der normale Monaco-Trotz. Man kommt ein bisschen näher. Er kommt dann wieder weg. Ja, da waren wir sehr spät drauf. Und beim Rausbeschleunigen auch noch ein Rutscher. Das war gar nicht gut. Es ist halt der ganz normale Monaco-Trott. Du fährst hinten nach. Kommst wieder näher. Ja, es ist halt wirklich, du musst hier wirklich so konzentriert bleiben und ihr könnt euch gar nicht vorstellen,
wie gottfroh ich nach diesen 27 Runden bin, das Rennen beendet zu haben. Es ist so ein mühsames und langes Rennen, wirklich auch mit Red Flag, Safety Car, da dauert ja alles noch länger. Die Aufnahme an sich, glaube ich, hat fast eine Dreiviertelstunde gedauert und das bei einem 35% Rennen. Natürlich auch die ein oder andere Replay, die darf man nicht außen vor lassen, das will ich euch gar nicht verschleiern, dass in so ein Rennen oder gerade auf so einer Strecke ein oder andere Replay da ist, auch generell so Mauerküsse und so. Gerade wenn du mit Traktionskontrolle, wenn du mit Schadensimulation fährst, ist es dann wirklich noch schwieriger, das Auto von jeder Mauer fernzuhalten. Jetzt geht's hier raus und wir sind unfassbar nah an Lewis Hamilton dran. Der Exit war toll, DRS geht auf, aber er kommt wieder diese paar Tausendstel schneller aus der Kurve raus, obwohl wir wirklich einen tollen Exit hatten. Und ja, es scheint uns immer einen Schritt voraus zu sein. Das ist leider. Wir können hier einfach nichts machen. Es sind noch lange 6 Runden. Nach hinten ist viel Platz. Nach vorne ist immer noch Lewis da, der uns jagt. Oder den wir jagen. Jetzt habe ich ein bisschen abreißen lassen. Wir sind doch schon in der letzten Runde. Unser Flügel hat leider einen kleinen Schaden in der Casino-Kurve genommen. Aber ja, das ist jetzt auch nicht mehr so. Ich kann nicht mit diesen Reifen mehr Lewis folgen. Ich verstehe halt auch nicht, warum die Gelben bei der Prop-Team-KI so gut halten und so lang vor allem. Und unsere Reifen hier, ja, die weißen, Leute. Ich sollte eigentlich 2 Rennen in Monaco fahren können mit dem weißen Reifen. Und der bricht dann halt wirklich ab 10, 15 Runden komplett ein. Obwohl ich wirklich die Pace jetzt nicht stark angehoben oder stark gesenkt habe. Ich habe immer gleich viel Pressure gemacht. Und da kommt Ocon noch verdächtig nah dran. Es ist aber egal, denn wir werden hier sensationell Sechster. Das lag heute eindeutig an der fahrerischen Leistung, die Ferrari den Sieg eingebracht hat. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Wieder einmal eine hervorragende Leistung von Ferrari beim heutigen Grand Prix. Ferrari ist offensichtlich ein Team, das weiß, was es da draußen zu tun hat. Schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert hat. Trotz der großen Bemühungen des Spitzenreiters ist der Vorsprung in der Meisterschaft etwas zusammengeschmolzen. Also Stefan, lass uns mal drüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten als Fahrer des Tages zählt. Was für ein tolles Ergebnis. Ich freue mich extrem und auch in der Weltmeisterschaft tut sich da jetzt wirklich einiges. Nigel, naja, ich hätte Monaco mir mehr erhofft von ihm. Er ist wirklich ein Ausnahmefahrer und dass er da in Monaco nicht punkten kann, das hat mich echt gewundert. Im Qualifying und im Training sah echt stark aus. Wir nehmen ein paar Sachen hier mit, aber für heute war es mal, Leute. Danke für euren Support. Das ist auch wieder alles sehr teuer hier. Chassis werden wir auch gehen. Wir sind das Schlechteste mit Abstand. Abonniert doch unbedingt gerne den Channel kostenlos, falls euch meine Videos gefallen. Und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. ITU_Gaming und auch gerne auf Witz_Tobi. Macht gerne die 13.000 voll. Danke für den Support in letzter Zeit, wirklich. Also wir sind hier über 500 Leute geworden. Das hätte ich mir wirklich vor ein, zwei Jahren noch nicht träumen denken. Also geträumt. Ich meine, mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Ja, es ist wirklich ein Traum. Hoffentlich geht es genau in so einer Geschwindigkeit weiter. Danke. Ich freue mich jeden einzelnen Support. Macht doch gerne Däumchen oben da. Bis morgen und später und ciao.